Die Ausstiegswelle reißt einfach nicht ab bei Sturm der Liebe. Wie neue Vorschaubilder zeigen, verlässt jetzt auch Robert die Telenovela. Der von Lorenzo Petain gespielte Charakter war mit Unterbrechungen seit der ersten Staffel dabei. Mehrfach schon stieg der Schauspieler aus, kehrte aber stets zu Sturm der Liebe zurück. Ob es diesmal anders sein wird? Denn Robert verlässt das Hotel alleine, mit Nicole kann er keine Beziehung aufbauen. Nach all den Jahren und gescheiterten Liebschaften scheint Robert resigniert zu haben und könnte sich abseits des Fürstenhofs auf die Suche nach der großen Liebe begeben. Womöglich reist er auch zu Valentina, die die Serie wenige Wochen vor ihm verlässt. Zuletzt gingen erst Vanessa und Caroline, danach Max und Imani. Neben Valentina wird auch Otto in wenigen Wochen die Telenovela verlassen. Ob sich Robert tatsächlich für immer verabschiedet, sehen wir im Oktober bei Sturm der Liebe.